Hallo, schönen guten Morgen aus Ahelloy. Hier ist eure Martina Acker, der Freiheitstroll. Tja, tut mir heute leid ein bisschen wegen der Lichtverhältnisse. Das ist hier immer ein bisschen schwierig. Die Sonne scheint und ich habe jetzt schon alle Vorhänge zugezogen, aber irgendwie blendet das doch immer noch ein bisschen und das Handy versucht dann immer irgendwie die Farben richtig hier einzuteilen. Deswegen kann es sein, dass ich manchmal ein bisschen zu braun aussehe oder vielleicht auch ein bisschen zu rot. Da muss man mal gucken, wie das nachher dann wirkt. Ich hoffe, das geht dann trotzdem so gut. Ja, heute möchte euch der Freiheitstroll, also ich, Martina, der Freiheitstroll, mal ein bisschen darüber erzählen, wieso es ausgerechnet Bulgarien ist, wohin wir ausgewandert sind. Ich hatte mehrere Anfragen darüber und deswegen habe ich gedacht, mache ich mal ein kurzes Video, damit man vielleicht auch mal so die Hintergründe sieht, warum man sich für Bulgarien entschieden haben, beziehungsweise wir uns für Bulgarien entschieden haben. Und da fange ich einfach jetzt mal an, darüber ein bisschen zu erzählen. Also als erstes, wir haben uns entschlossen, aus Deutschland auszuwandern. Das haben wir letztes Jahr im Sommer für uns beschlossen. Da haben wir drüber geredet und eigentlich wollten wir in Deutschland bleiben. Ja, das hat nun leider nicht so geklappt, weil es gibt zu viele Gründe, die einfach für uns das Leben in Deutschland nicht mehr lebenswert machen. Beziehungsweise nicht so, wie wir uns sozusagen unseren Lebensabend vorgestellt haben. Das soll hier aber nicht heißen, dass wir nicht eventuell doch nochmal zurückkehren nach Deutschland. Das ist ja unsere Heimat und ich, wie gesagt, ich hatte das auch schon mal in einem anderen Video erwähnt. Manchmal überkommt einen dann doch ganz schön das Heimweh und so, gerade wenn man ja auch noch seine Familie in Deutschland hat und so. Und man ist halt da geboren, ich bin da geboren, Christian auch, wir sind beide aus Berlin und man sagt ja auch immer, Berliner sind besonders immer mit Heimweh behaftet. Weiß nicht, ob das noch so stimmt, ich denke mal nicht. Ich denke, es gilt bestimmt vielen so, dass dann doch ab und zu mal das Heimweh sie überrollt. Aber nichtsdestotrotz haben wir halt schweren Herzens unsere Heimat verlassen, weil wie gesagt, es ist momentan für uns da nicht lebenswert. Wenn es eines Tages wieder ein bisschen anders werden sollte, ich gehe jetzt da auch nicht auf die Gründe ein, die wir dafür hatten, weil dann wird es vielleicht wieder ein bisschen zu politisch und dann werde ich gleich gesperrt und das möchte ich ja nicht. Ich möchte ja euch gerne weiter berichten, wie es uns hier so ergeht in unserer Wahlheimat und deswegen werde ich da jetzt drüber also stillschweigen walten lassen und jetzt einfach mal zu den Gründen kommen. Nachdem wir uns denn entschieden hatten, dass wir ja eigentlich alles hinter uns lassen können und auswandern, war natürlich die Frage, wo soll es denn hingehen? Da hatten wir zuerst so ein bisschen Georgien im Auge, weil es halt nicht EU ist und weil es uns auch landschaftlich sehr schön erschien und auch ein paar Vorteile hatte. Aber irgendwie, als wenn wir so einen Animus hatten, da ist ja jetzt auch so ein bisschen Stress wegen dem Ukraine-Krieg und dass die da alle so anti-russisch eingestellt sind, waren sie schon vorher, vor dem Krieg. Und jetzt ist es wohl noch viel schlimmer und irgendwie sind wir dann da aber auch wieder abgekommen von, obwohl man da ein Jahr sich erstmal aufhalten kann. Dann kurz mal über die Grenze huschen für einen Tag und dann wieder zurück. Aber wir sind dann davon abgekommen. So, das nächste Ziel, was wir dann so hatten, ins Auge gefasst, war die Türkei. Ich war schon mal im Urlaub in der Türkei. Es hat mir da sehr gut gefallen, aber ist natürlich auch mega heiß im Sommer da. Aber unten da am Mittelmeer halt, in Alanya, Antalya und so, ist schon wunderschön. Aber das Gute ist ja, dass wir hier von hier aus, von Bulgarien halt ja nicht so weit entfernt sind von der Türkei, so dass wir ja ohne weiteres da auch mal einen kleinen Trip hinmachen können und uns da auch noch mal umsehen können. Weil, wie gesagt, so richtig wissen wir noch nicht genau, ob wir nur hier bleiben oder vielleicht auch wieder weiterziehen. Mal schauen, wo uns das noch alles so hintreibt. Gucken wir mal. Und irgendwie so waren wir dann auch mit der Türkei nicht ganz so. Ich weiß nicht mehr so genau, was es war. Es war vielleicht auch so ein bisschen
die Religion und tja, ich weiß nicht, und da gab es auch noch so ein paar Hürden mit dem Auto und alles drum und dran, dass man das denn schon vorher eine Weile erst haben muss. Und wir hatten unser Auto ja extra nur für die Fahrt gekauft im Oktober letzten Jahres. Und das hätte dann nicht geklappt, denn irgendwie hätte man nach 3 Monaten dann auch wieder rausgemusst und so. Und deswegen haben wir uns dann weiter umgeguckt. Und irgendwie, ich weiß gar nicht so ganz genau, wie es denn so kam, sind wir auf Bulgarien gekommen. Schwarzmeerküste. Da haben wir uns auch ein paar schöne Videos angeguckt, auch auf YouTube, über die Leute, die schon hier sind und so, ne? Und irgendwie gefiel uns das alles so ganz gut. Und dann haben wir uns halt so das Für und Wider überlegt und am Ende wurde es dann halt Bulgarien. Ja. Die Hauptgründe, habe wieder hier meinen Spickzettel, es sei mir verziehen, ja, die Hauptgründe eigentlich, die so für Bulgarien gesprochen haben, für uns war halt, es ist ein schönes Land, ne? Es gibt hier sehr vielfältige Landschaften, es gibt Wälder, es gibt Berge, es gibt weite, weite Felder und hier am Meer ja sowieso, die Schwarzmeerküste, die ist halt wunderschön. Und wir wollten schon immer am Meer wohnen, ne? Deswegen sind wir ja damals auch 2017 aus Berlin nach Anklam gegangen, um uns da näher an die Ostsee zu robben. Und eigentlich wollten wir ja auch da dann noch weiter richtig in die erste Reihe nach Heringsdorf und so. Aber das ist ja überhaupt nicht bezahlbar, ne? Da muss man echt schon halb Millionär sein, um sich da ein Häuschen leisten zu können. Und deswegen haben wir gedacht, Mensch, Schwarzes Meer, schön, wunderschön, also herrlich, lieben wir beide, ne? Und der Ausblick hier von unserem Balkon, der ist ja auch so wunderschön. Also darum sollte es die Schwarze Meerküste sein und auch nicht das Landesinnere. Wir sind beide nicht so eine Landmenschen. Gut, wir mögen die Ruhe, aber so für autarkes Leben und so, da fehlt uns so ein bisschen der Mut und auch so ein bisschen der Antrieb und so ein bisschen Luxus wollten wir jetzt uns denn im Alter auch noch gönnen. Ja, und deswegen sind wir hier an die Schwarzmeerküste gegangen und auch das Klima hat einen guten Vorteil für uns. Also die Meeresluft ist sehr gut für die wenn man Atemwegserkrankungen hat und so. Und überhaupt, die Meerluft ist schon toll. Wir trinken auch ab und zu mal ein bisschen mehr Wasser, also verdünnt natürlich. Oder gehen mit den Füßen im Meer so richtig schön waten, ne? Das ist ja alles sehr basisch und auch sehr schön. Und tut uns gut. Ja, wie gesagt, die Landschaften, die vielfältigen, die sprechen auch für Bulgarien. Ja, jetzt gibt es natürlich auch so ein, zwei Kleinigkeiten, die halt dann leider nicht mehr so waren, wie wir uns das vorgestellt haben. Das sind nämlich die Lebenshaltungskosten. Da hatten wir erst gedacht, dass wir hier eben halt mit unserer Rente und so ganz super gut hinkommen und dann auch noch ein bisschen was sparen können nebenbei und so. Aber momentan ist es halt so, dass man fast hier die gleichen Lebenshaltungskosten hat wie in Deutschland. Ich hatte ja schon mal drüber berichtet. Wir versuchen sehr sparsam zu leben. Wir haben ja auch den Privatstrom angemeldet und so, also um uns eben auch noch immer ein bisschen was zur Seite zu tun, ne? Und da komme ich auch gleich nochmal auf unsere finanzielle Situation, weil ich da auch ein paar Nachfragen hatte. Da halte ich mich jetzt natürlich auch ein bisschen bedeckt. Aber ich kann trotzdem sagen, wir sind eben halt beide Frührentner. Also Christian, der ist schon eine ganze Weile Rentner. Und ich war ja selbstständig in Deutschland und habe dann versucht, auch nochmal wieder meine Rente zu beantragen. Ich bin ja jetzt 60 Jahre alt, aber leider hat das nicht geklappt. Und so wie es aussieht momentan, die ganze Situation in Deutschland, werde ich wohl meine Rente über kurz oder lang hier nicht sehen. Ist jetzt aber auch nicht so schlimm, weil Christian seine Rente reicht für uns beide. Und ich habe ja auch noch ein paar Rücklagen durch den Verkauf meiner Firma und den Verkauf des Hauses und so. Und in den ganzen Jahren der Selbstständigkeit waren wir halt nie im Urlaub oder haben auch nicht großartig irgendwelche Ausflüge gemacht. Wir hatten auch kein Auto und nichts. Wir haben sparsam gelebt und den ganzen Tag praktisch 24/7 sozusagen gearbeitet. Und deswegen haben wir uns ein paar gute Rücklagen schaffen können, von denen wir jetzt natürlich dann auch im Notfall zehren können, ne? Und was auch immer ganz gut ist, finde ich, wenn man eben jetzt vielleicht nicht so eine hohe Rente hat und so, dass man einfach noch mal guckt, wie es denn mit einem passiven Einkommen ist. Da sollte man vielleicht schon, bevor man auswandert, ein bisschen drüber nachdenken. Also das ist auch immer eine ganz gute Alternative. Da werde ich mich jetzt aber auch nicht weiter auslassen. Das muss jeder selber wissen. Ich werde ja auch keine Anlagetipps geben oder so. Aber wie gesagt, wir haben das also schon alles früh genug in die Wege geleitet, weil wir uns gedacht haben, es kann schon sein, dass irgendwann die Rente
Ja, auch in Deutschland, wahrscheinlich eher in Deutschland, nicht mehr reichen wird, als wie dann hier in Bulgarien. Ja, das war eben eigentlich auch noch so ein Grund, dass die Lebenshaltungskosten hier eben wesentlich preiswerter sein sollten, damals noch, vor einem Jahr, was jetzt eben durch die Inflation und so nicht mehr der Fall ist. Und daher müssen wir mal gucken, wie es weitergeht. Wir hoffen, dass da irgendwann mal was passiert und dass man dann eben doch von seiner Rente wieder richtig gut leben kann hier in Bulgarien. Aber wie gesagt, wir haben Gott sei Dank keine finanziellen Probleme. Aber jeder, der jetzt mit dem Gedanken spielt und so, sollte vielleicht gucken, dass er doch ein kleines Polsterkind hat oder eben ein bisschen passives Einkommen, was dann immer noch zur Rente dazu beiträgt. Oder eben halt eben versuchen, hier nochmal ein Business aufzubauen. Das ist ja hier wesentlich preiswerter als wie in Deutschland von den Steuern her. Na, man zahlt hier 10% Einkommenssteuer, glaube ich, und nochmal irgendwie 5% auch nochmal irgendwie so eine bestimmte Steuer. Habe ich mich jetzt nicht mit befasst, weil für uns kommt das halt nicht mehr in Frage. Ja. Ja, so, das war es eigentlich so. Natürlich sind die Menschen hier auch sehr liebenswert. Die sind so locker, flockig, so irgendwie richtig schön. Ne? Manche sind auch ein bisschen brummelig, aber okay, das kann man ja verstehen, wenn ich daran denke, wie viele brummelige Menschen ich in Deutschland kenne. Ja, also beziehungsweise mir da jeden Tag über den Weg gelaufen sind. Immer nur. Und jeder war so in sein Ding verstrickt und so. Das ist hier nicht so. Hier sitzen sie eben auch an der Straße und grüßen und machen. Und so. Und das ist schon richtig schön. Also die Mentalität hier gefällt mir eigentlich auch sehr gut. Ja, so, das waren eigentlich die Gründe. Also nochmal ganz kurz zusammengefasst, ne? Mehr Nähe, schönes, gutes Klima, die Mentalität der Leute. Was ein bisschen schwierig ist, ist die Sprache. Aber wir sind dabei und lernen eifrig und es wird hoffentlich bald, ne? Man muss eben immer ein bisschen üben und dranbleiben. Okay, tja, wie gesagt, ob wir hier bleiben werden, wissen wir alles noch nicht so genau. Wir schauen mal. Aber ihr werdet es ja erfahren, denn der Freiheitstroll ist immer mit dabei und wird berichten, wie es dann weitergeht mit uns beiden, ob wir hier in Bulgarien bleiben oder ob wir eines Tages mal weiterziehen. Zumindest wollen wir im Winter, das haben wir uns schon mal vorgenommen, ein bisschen gucken. Dass wir hier eben mal die Umgebung so, also so wie Griechenland oder vielleicht auch Georgien oder auch die Türkei und so oder nach Kroatien vielleicht mal oder so hier mal so rundrum alles so entdecken, was es hier so gibt, wenn hier halt eben im Winter nicht mehr so viel los ist und die Saison vorbei ist, dann kann man ja auch ein bisschen verreisen und sich mal so ein bisschen hier rundum anschauen alles, was es hier noch so gibt und zu entdecken gibt. Griechenland mit seiner Geschichte halt, mit den vielen schönen Bauwerken und so, die Türkei auch, die ja auch sehr beeinflusst ist von den griechischen Bauwerken und so, also beziehungsweise damals war es ja Kleinasien und Troja und so gab es ja da, da war ich auch schon mal, also ich finde das richtig klasse, so auf den Spuren der Geschichte. Ja, also jetzt habe ich doch schon wieder eine ganze Weile geredet. Ich hoffe, es war einigermaßen interessant für euch und ich melde mich dann bald wieder. In 2 Wochen fliege ich nach Deutschland für 2 Wochen, besuche meine Kinder und meinen Bruder. Und ja, in der Zwischenzeit gibt es weiterhin Videos. Heute ist der 6. Juli 2022. Draußen sind 30 Grad. Alles ist schon wieder am Pool, da werde ich jetzt auch gleich hingehen. Das ist natürlich das Schöne. Also eine Sache kann man wirklich sagen, das habe ich auch schon zu Christian gesagt, es hätte schlimmer kommen können mit dem Exil von Deutschland. Also in diesem Sinne wünsche ich euch allen einen schönen Tag und melde mich bald wieder. Bis dann, eure Martina. Ich sage Dovizhda ne und ciao, wie man hier in Bulgarien sagt. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Eure Martina, aka der Freiheitstroll.